Jetzt sind wir am Ende vom Pfändertunnel. Hier gibt es jetzt wieder so eine lässige Ausfahrt und wir haben da jetzt einen Spezialweg zur anderen Röhre, oder? Ja, das ist unsere sogenannte Betriebsumkehr. Die ist mit einem elektrischen Tor ausgestattet. Die Tore dienen dazu, um die Nachbarschaft von dem Autolärm zu schützen. Okay, dann machen wir auf und dann können wir durch. Sesam, öffne dich. Oder er hat hier drüben hat er einen Knopf, den drückt er. Also ist nicht wie bei Alibaba. So, da sind wir draußen, er drückt wieder das Knöpfchen und das Tor geht zu. Wunderwerktechnik, Wahnsinn. Ja, hier befindet sich auch noch eine kleine Betriebszentrale. Ja, was wird hier gemacht? Aufgrund der Länge des Pfändertunnels benötigen wir natürlich auch Hochspannung. Und hier ist eine Trafostation. Eine von mehreren Trafostationen für den Pfändertunnel. Okay, liefert Energie. Genau. Gut. Hier sehe ich auch die Lärmschutzwände. Wahrscheinlich auch für die Anrainer hier. Ganz richtig. Und jetzt fahren wir über dem Ende des Pfändertunnels vorbei. Oh, jetzt kommt gerade ein Funkspruch. Ja, Christoph hört. Dieter, kann ich was, Christoph? Entschuldigung, passt, danke. Ja, der Dieter? Aber ich tue es wieder freigeben, Dieter. Ja, kannst du wieder freigeben. Wir fahren jetzt in die Oströhre, ebenfalls in eine Bandenbucht und in den Zuluftkanal. Kommen. Ja, aber ich verstanden. Ende. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder alles auf normal schalten, weil wir sind ja nicht mehr in der einen Tunnelröhre. Jetzt fahren wir in die andere. Jetzt hat er das gerade durchgefunkt. Und da werden wir jetzt den gleichen Spaß machen. Dürfen dann alle ein bisschen langsamer fahren, wenn wir dort sind, und ein bisschen mehr aufpassen. Es sind aber auch viele Blinklichter, also von dem her werden sie auch ein bisschen unterhalten, oder? Richtig, ja. Und wie ihr seht, Kommunikation ist alles und die Überwachungszentrale muss immer informiert sein, was wir im Tunnel machen, und sie ist auch informiert, was die Verkehrsteilnehmer im Tunnel machen. Also, hier weiß man, wer was macht im Pfändertunnel. Das ganze Hightech hier hat natürlich auch einen Grund, ist ja klar. So, jetzt sind wir direkt vor dem Zuluftventilator in der Weströhre des Pfändertunnels. Hier seht ihr auch das Lüfterrad. Wenn das volle Power hat, wie stark ist es? Dieser Zuluftventilator hat 80 Kilowatt. Es ist noch ein kleiner. Wir haben noch, die Abluftventilatoren sind natürlich viel stärker und die haben dann schon bis zu 800 Kilowatt. Wow, okay. Also daheim, im Wohnzimmer wäre es ein Hurricane machen. Sozusagen, ja. Also, da geht jetzt 300 Meter nach oben und unten bis zum Schachtfuß sind es ca. 20 Meter. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Oh, ein bisschen. Oh. An den zwei Schienen, die ihr hier seht, kann auch ein Lift betrieben werden. Das ist unsere sogenannte Schachtbefahrungsanlage. Da werden wir dann zum Abschluss hingehen. Die Schachtbefahrungsanlage wird benötigt, um dieses Bauwerk jährlich zu besichtigen.
hier das große Loch? Das große Loch ist die, ist der Anschluss für den anderen Tunnel. Ah, okay, also das liegt direkt in den anderen. Genau. Hier in diesem Schacht kommt ja die Zuluft, einmal wo wir jetzt stehen, in die Weströhre, und bei dem großen Loch da, das geht in die Oströhre. So, jetzt sind wir wieder ins Auto gestiegen und steigen hier jetzt auch wieder aus. Und zwar auf den Pfänder sind wir jetzt hier gefahren. Dieter, wo sind wir hier? Ja, wie gesagt, befinden wir uns hier jetzt am Schachkopf Nord des Pfändertunnels. Hier bei diesem Gebäude wird die Abluft herausgeblasen und die Zuluft hineingesogen. Das heißt also auch, wir sind hier direkt über dem Pfändertunnel. Genau, der Pfändertunnel befindet sich direkt 300 Meter unter uns. 300 Meter, okay. Da sieht man auch die schöne Aussicht. So, man sieht's. Schön. Und durch den Pfänder, genau hier, ist der Tunnel. Genau. So, jetzt gehen wir hier rein. Was werden wir sehen? Drinnen befindet sich eine Schachtbefahrungsanlage. Da das ein riesengroßes Bauwerk ist und die 300 Meter Schacht jährlich inspiziert werden müssen, brauchen wir natürlich auch eine Anlage dazu. Und das ist ein Lift. So. Das ist ein Lift, ein Kran eigentlich. Der wurde im Jahre 1980 gebaut, damals als die erste Röhre des Pfändertunnels gebaut wurde. Wie ihr seht, ist das noch ein etwas älteres Modell. Im Zuge der zweiten Röhre des Pfändertunnels wurde der Lift total komplett überholt und auch eine neue sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand, ganz eine neue Steuerung eingebaut. Da geht es jetzt 300 Meter runter. Okay. Weil es ziemlich dunkel ist, beschreibe ich mal kurz, was ich sehe. Sehr viel Schwarz. Also man erkennt wirklich nichts. Und das war also die Station, die wir gehabt haben, wo dann das Loch drin war, wo es 20 Meter runtergegangen ist, und bei dem Loch ging es rauf. Genau, da könnten wir jetzt mit dem Lift dort hinunterfahren. Was wir beide nicht machen, weil auch ich habe ein bisschen Höhenangst. Gute Idee. Okay, 300 Meter. Hören wir uns das mal an. Wenn ich ehrlich bin, ich höre den Verkehr. Genau. So. Exklusiv hier auf Voll.at hört man den Verkehr im Pfändertunnel aus 300 Metern Höhe. Wahnsinn. Beeindruckend hier drin. Ich habe gesehen, hier der Schaltkasten hat unglaublich viele Knöpfe und Kabel und Dings. Du kennst dich über jeden Knopf und jedes Kabel hier aus, oder? Ja, das muss ich sogar, wenn Leute hier drinnen am Arbeiten sind, in den Schacht sanieren oder renovieren müssen oder besichtigen. Dann sind wir dafür verantwortlich, die Leute wieder sicher von oben nach unten zu befördern. Okay, dann lasse ich jetzt wieder dich deines Amtes walten. Du kannst hier wieder den Schacht schließen. Wieder zu. Alles wieder erledigt. Dann können wir zumachen und gehen wir wieder heim. Dieter, ich sag vielen Dank für diese sehr exklusive und tolle Führung. War sehr informativ. Dieter, vielen Dank. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, euch das Video und den Bericht anzuschauen.